Buongiorno a tutti, herzlich willkommen bei Kaffee Service Celano. Heute habe ich für euch eine wunderschöne Maschine mitgebracht, die neue Luxusvariante von Aroma Plus ES Pad Maschine. Diese Variante wird nur bei mir finden. Ist wie wenn ihr bei einem Autohändler und bestellt euch ein Auto mit Full Option, und das habe ich extra für euch getan, als ich mir Gedanken gemacht, was ich für euch den maximal und die maximale und verbesserte Maschine für euch erstellen kann, und habe ich getan auch gezielte Farbe. Zum Beispiel, wenn ihr seht, eine Wahnsinn Mono-Weiß passt perfekt für alle Frauen da draußen mit den neuen Küchen und so weiter. Für die Männer habe ich eine schwarze Variante, komplett schwarz, oder für die Grüne, oder wer zum Beispiel Grünmarkt und so weiter, habe ich auch eine grüne Maschine, oder den Klassiker zum Beispiel Edelstahlmaschine. Also egal welche Küche ihr habt, habe ich verschiedene Farben kombiniert, damit fast in jede Küche passt. Okay, super. Fangen wir an. Was hat diese Maschine gegen eine Basic-Maschine und so weiter? Ich habe eine wunderschöne Hebel. Wenn ihr seht, ist aus Metall. Die Basic-Variante ist aus Plastik. Und dann mochte ich nicht und dann einfach weglassen und ein besseres Design. Und zweiten haben wir hier vorne, ist noch gepackt und neu, anstatt eine Plastikgitter habe ich aus Edelstahl oder Metall. Einfach sieht man optisch wunderschön. Und ja, dritte, habe diese neue Variante, habe ich hier, wie ihr sehen kann, habe ich den Trikot von Italien hier schön aufgeklebt. Das war die Maschine echt handmade gemacht, das heißt, würde nicht maschinell hergestellt und so weiter. Das heißt, wollte ich auch wegen der Firma auch, Mr. Made in Italy, bin ich sehr, sehr stolz, dass mittlerweile manche Unternehmen sich wahnsinnig gut entwickeln, und dann haben wir eine schöne Trikot hier vorne. Noch etwas dazu, dieses Modell, was ich meine, wie die sage, die Luxusversion ist eine Spezialversion. Es ist nicht wie jeder, ist teuer als die Basic, aber habt ihr wirklich mehr davon. Optisch und auch wie Extraktion. Zum Beispiel alle Basic-Maschinen haben die Aluminiumblock und so weiter. Ich habe mir gedacht, nein, wie kann ich eine verbesserte Extraktion und eine Temperaturstabilität weiterbringen? Anstatt nur eine verbesserte Thermostat zum Beispiel, habe ich mich entschieden, eine komplette, die gesamte Block nur rein Messing aufbauen zu lassen. Das heißt, die Block ist nur rein Messing jetzt, und das fügt, dass wir eine wahnsinnig konstante Temperatur haben und eine verbesserte Extraktion. Das heißt, diese 20-30 Euro mehr investiert für eine verbesserte Gruppe auf lange Sicht lohnt sich, weil die Qualität, wenn ihr trinkt, ist viel, viel besser, als wenn ihr einen Aluminiumblock habt. Und ja, und denn anders, was ich gemacht habe, ist, wenn ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr seht, hier sind wunderschöne Edelstahltasten. Die sind sehr, sehr, sehr teuer, aber ich hatte mir gedacht, das geht nicht. Die Maschine bei der Standardversion hat diese billige China-Teil, und die sind ab und zu auch kaputt gegangen, und dann ich wollte nicht. Ich hatte gesagt, für meinen Kunden, ich will nur das Beste, und dann habe ich diese Edelstahl-Tasten, also die sind wahnsinnig hochwertig, das heißt, ist auch ein schön einfach zu drucken, muss einfach drucken, der geht rein, und ja, das ist die Beste, was ich machen konnte, habe ich auch für euch gemacht, wer das natürlich schätzt. Manche sagen, ja, mir ist egal, ich muss nur Kaffee trinken, aber wer eine besondere Qualität haben will oder wichtiger den Service ist, bei mir seid ihr richtig wichtig. Seid ihr richtig. Und ja, und noch etwas dazu, ihr habt hier, wo diese Plus oder wo der Logo ist, hinten habe ich auch eine LED eingebaut. Das heißt, wenn ihr die Maschine einsteckt, oder in dunkel oder in hell, ihr habt immer diese schöne Logo oder Schrift immer beleuchtet. Weil viele damals haben die gesagt, Antonino, kannst du nicht so ein LED einbauen, weil
ich erkenne nicht mal die Maschine aus, an und manchmal vergesse ich, das ist die ganze Nacht an. Passiert nicht, ihr könnt auch anlassen. Bei mir läuft 24 Stunden an, weil wenn ihr die Maschine nicht nutzt, verbraucht auch fast kaum Strom. Nur ab und zu. Die Maschine zieht ein bisschen Strom, weil die muss immer die Stabilität oder die Temperatur stabil halten. Aber passiert nicht auch, wenn ihr anlässt und so weiter. Deswegen habe ich den LED eingebaut. Ihr werdet mit dieser neuen natürliche Taste auch besser erkennen, ob an oder nicht an ist. Aber ich habe trotzdem eingebaut. Alles möglich, optional habe ich hier reingetan. Und ja, ich hoffe, dass manche von euch schätzen das sehr. Und ja, für dieses Video ist alles. Eine richtig Daumen nach oben. Eure Kaffeemaschine-Spezialist Antonino. Bis nächstes Mal. Ciao.